Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schild. Wir befinden uns, glaube ich, auf Route 6 ist das. Ja, Route 6. Und wir wollen jetzt hier erstmal die Pokémon fangen. Also, wenn das so das Ding ist, was ihr nicht so interessant findet, ist wahrscheinlich die nächste Folge eher was für euch. Ich weiß, es ist so ein bisschen gemischt, na, aber wegen der Challenge fangen wir die hier. Es fehlen auch noch ordentlich welche hier. Das fehlt auf jeden Fall. Wir hatten hier nämlich beim letzten Mal erstmal nur das Makabaya, heißt es, glaube ich, gefangen. Ja. Naja. Oh, das habe ich vergessen. Ups. Naja, sorry. Naja. Ja, das ist immer das Problem. Wenn man die Aufnahme beendet, dann nicht sofort weitermacht, dann hat man keine Ahnung mehr so zu 100%, was jetzt alles so Sache war. Aber ich glaube, ich hatte beim letzten Mal auch gesagt, wir müssen auf jeden Fall nochmal wieder ein Poke-Camping machen. Ah, das war der Kampf gegen Team Yell plus dann noch hier ein Trainerkampf. Das macht natürlich schon ordentlich was. Ja, okay, das war jetzt nicht so effektiv. Das ist nicht so gut. What? Oh. Ja, okay, hier werfe ich jetzt gerade ein bisschen Pokémon weg. Das ist jetzt nicht so gut. Vielleicht kommt das Poké-Camping schneller als gedacht. Ja, dann nehmen wir mal Daniel. Daniel ist stark. Okay, das war ja ein guter Start. Oh, Mann. So, guck mal, das sieht doch gleich viel besser aus. Ich hoffe, das tut jetzt nicht zu sehr weh. Sonst war jetzt alles komplett umsonst. Ah, perfekt. Ach, ja, stimmt, das heilt sich ja jetzt. Warum macht das so viel Schaden? Boah, wenn das jetzt nicht drin bleibt, haben wir tatsächlich sogar ein Problem. Dann wird sogar Daniel hier K.O. gehen. Bitte? Oh, danke, okay. Das Maracamba wurde gefangen. Dann schauen wir uns auch direkt den Pokédex-Eintrag an und ich glaube, dann können wir auch schon ins Poké-Camping gehen. Also, huiuiuiuiuiui. Es verstreut einmal im Jahr Samen, die jede Menge Nährstoffe enthalten und in der Wüste als kostbares Nahrungsmittel gelten. Ein Spitzname. Wir hatten hier ja bei dem Glücksrad hatten wir Goldini tatsächlich ja, ausgedreht, ausgewürfelt hätte ich jetzt erst gesagt, aber ein Glücksrad dreht sich, das würfelt man ja nicht. Aber ich glaube, dafür gibt es einfach keinen Ausdruck. Ausgelost, ausgelost hätte man jetzt sagen können. So, kochen. Ich hoffe, das hilft auch beim Wiederbeleben. Das weiß ich jetzt nicht. So, wir machen... Ja, Gemüse. Okay. Ausgewogene und gesunde Ernährung, ja. Klingt doch gut. Machen wir es scharf? So, keinerlei Schärfe. Die einem beim Kauen die Zunge blau färben. Okay. Bitterer Geschmack. Ja, würde ich jetzt nicht machen. Gemüse kann manchmal schon bitter genug sein. Ich meine, mit der richtigen Zubereitung gehen viele Bitterstoffe weg, aber intensive Schärfe. Eigenwilliger Geschmack. Was habe ich jetzt genommen? Gemüse. Macht man Süße zu Gemüse? Auch nicht, ne? Komm, zum Gemüse einen eigensinnigen Geschmack. Gemüse in scharf kann man machen. Ja, ich hoffe, das reicht. Wir werden sehen, sonst muss ich meine Beleber verwenden. Ah, guck mal hier. Ash interessiert schon mal. Warte, ist Ash nicht K.O.? Tatsächlich finde ich die Sandwiches aus Karmesinpurpur besser als das Curry hier. Also, ich finde es cool, dass es diese Mechanik gibt. So, das finde ich ganz gut. Aber, die Sandwiches finde ich wirklich cool. Und ich finde, die zu belegen macht auch Spaß. Ich meine, das jetzt hier...
Also okay, das ist nichts, wer weiß wie krass es ist, aber... Ah, okay, war ein bisschen zu früh. Aber ist okay. Kann man machen. Ich frage mich jetzt, was für ein Gemüse das war. Wir wissen ja einfach nur, dass es Gemüse war, aber Gemüse gibt es ja echt viel. Ist da jetzt Salat drauf? Weiß ich nicht, ob ich jetzt bei einem Curry Salat drauf möchte. Und also ob das dann jetzt als das Gemüse zählt, hätte man viel anderes nehmen können, aber... Na gut. Ja, scheint nicht so. Hier steht jetzt nichts, dass welche wiederbelebt wurden. Ich glaube, das muss ich eben manuell machen. Oh Mann. Schauen wir mal. Ah, nee, okay, nee, doch. Doch, sind wiederbelebt. Gut, dann nehmen wir mal erstmal Lukas, Mini und Ash bleiben erstmal jetzt hier hinten. Werden erstmal nicht verwendet. So, was ist das? Das ist ein Dicktree, ne? Dicktree brauchen wir jetzt nicht direkt. Ja, da war doch ein Dicktree. Egal. Ja, ich meine, das nehmen wir auch, das Anaconda. Aber Dicktree können wir trotzdem, wenn wir es sehen, fangen. Dicte haben wir zwar und wir sagen dann, ja, wenn wir die, wenn wir eine Entwicklung haben, dann müssen wir den Rest nicht fangen. Aber wenn wir es eh jetzt hingeworfen bekommen, dann können wir es auch mitnehmen. Sandspeier. Oh, Sandsturm aus. Okay, ja. Was? Nein! Warum paralysierst du mich denn? Du Fiesling, bitte greif an. Nein, Lukas, du musst angreifen. Bla bla. Hm. Ja, dass der Sandsturm jetzt auch kontinuierlich hier uns Schaden zufügt. Unangenehm. Gut. Ich denke, jetzt können wir auf jeden Fall einen Ball werfen. Sollte jetzt drin bleiben. Ah, Sandsturm. Solche Wettereffekte, die dir wehtun, sind immer unangenehm. Außer du hast natürlich einen Pokémon, dem das egal ist, ne? So. Pokédex-Eintrag zu Salanga. Aus seinen Nasenlöchern verschießt es Sand. Sobald der Feind dadurch nichts mehr sieht, versteckt es sich flugs unter der Erde. Da fehlt mir noch der Eintrag und Team Yell möchte Salangas gern beim Schlafen schützen. Oh, ich hätte Lukas jetzt auswechseln sollen tatsächlich. Aber hier ist das Dicktree. So. Mit Paralyse kämpft es sich schlecht. Aber ich wollte natürlich den Bedroher mit dem. Absolut sinnvoll hier. So, wir nehmen mal hier Chaos. Fiesling Chaos. Ich habe das immer noch nicht getauscht. Was ist denn mit mir? Wie kann ich das denn vergessen? Das muss ich mir jetzt gleich aufschreiben. Das ist ja also sehr katastrophal. Wieso habe ich das denn jetzt schon wieder vergessen? Ah! Also das bringt nichts. Da müssen wir das aufschreiben. So. Aber Leute, ne? Ich weiß, wie ich euch unterhalten kann mit absolut den interessantesten Dingen, die ihr je gesehen habt. Ich mache ja so ein Bullet Journal. Ich glaube, das habe ich in Pokémon Karmesin, in Arceus einmal gesagt. Für die Woche. Voll schön hier mit Fatalité. So. Da schreibe ich mir jetzt auf, dass ich das noch tauschen muss. Habe ich nicht getroffen? So. Ne. Ah! Ich habe nicht getroffen. Hm. Ja, so langsam sollten wir mal treffen. So, wo habe ich Platz? Hier habe ich Platz. Haha, getroffen. Ja, war eben noch fangen. Schade, wäre ja auch zu schön gewesen. Vielleicht sollte ich so langsam Chaos austauschen. Ich würde sagen, das wird hier eine sehr camping-lastige Fangaktion haben. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Chaos bis zur nächsten Folge getauscht bekomme, weil...
Wenn es gut läuft, wenn es gut läuft, dann mache ich heute noch eine Pokémon-Aufnahme. Kommt halt darauf an, wie lange das jetzt dauern alles wird, ne? Weil wir haben halt einen 1%-Encounter und einen 5%-Encounter. Deswegen, es gibt so ein paar Sachen, das könnte kritisch werden. Auf jeden Fall, ja, ich werde jetzt nicht dann eben mir jemanden suchen, der da mit mir tauscht. Ich brauche ja, ne, jemanden, der mir dabei hilft. Beziehungsweise ich habe noch zwei andere Switches hier. Aber die eine ist nicht direkt mein... Ist auch egal, muss ich jetzt nicht erklären. Ey, wenn ich zwei Aufnahmen hintereinander mache, dann kann ich in der nächsten Folge Chaos noch nicht getauscht haben. So, fertig. Sonst, wenn ich nicht zwei hintereinander mache, aber könnt ihr ja dann sehen. Ja, dann sollte ich das jetzt mal endlich hinkriegen hier. Chaos zu tauschen und zu entwickeln. Mann. Das ist echt schrecklich, ne? Ich hab das Gefühl, mir sterben hier vorher alle Pokémon weg, bevor ich dieses Dicktree bekomme. Das Ding ist, ich kann angreifen, ne? Ich weiß aber nicht, wie viel Schaden das macht. Und dann töte ich es und dann war alles für die Katz. Was aber auch ein Problem ist, vielleicht muss ich dann doch am Ende einen Besuch beim Pokémon Center einbauen, ist, aber wenn ich, weiß ich nicht, wie viele Bälle natürlich verbrauche, so, und dann hier tausendfach Items an Belebern und sowas verbrauche, ist natürlich auch schwierig, ne? Ja, alles Fangen ist nicht unbedingt immer das leichteste Unterfangen. Och, Gott sei Dank, danke. Es ist drin. Und vor allem, das brauchen wir nicht mal unbedingt. Mann, das frisst jetzt so viele Ressourcen. Okay, egal. So, und Pokédex-Eintrag zu Dicktree. Diese kraftvollen Dicktar-Drillinge graben bis zu 100, nicht 1000. Das ist nochmal eine breite Spanne, ja? 100 Kilometer tief. Keiner weiß, wie sie unter der Erde aussehen. Ja, aber ich glaube, das ist sogar aus Pokémon Mystery Dungeon, wissen wir, dass Dicktar bzw. Dicktree Füße haben. Also das ist schon so bekannt. So, Beleber, ja, haben wir ein paar. Können wir machen. Tränke halten sich in Grenzen. Mal schauen. Also ich würde hier unsere großen Big Player hier würde ich auf jeden Fall heilen, dass wir auf die im Notfall zurückgreifen können. Ja. Wir können auch Lukas Paralyse einmal heilen. Weiß ich aber nicht, ob wir dann trotzdem mit Lukas so viel machen können. Können wir uns aufbewahren. Aber an die Spitze packe ich jetzt Beatrice. So. Okay. Zeit, die nächsten Pokémon zu fangen. Die hier unten sind gerade alle uninteressant. Wenn ich in das Dicktree... Ah, schade. Ich wollte eins der Versteckten in der Wiese. Da wollte ich reinlaufen. Wo, immer wenn dieses Ausrufezeichen kommt, dann ist da gerade ein Pokémon im hohen Gras. Oh nein. Jetzt mach nicht diesen. Lass uns fliehen. Oh, danke. Und auf das hatte ich es abgesehen. Genau so. Dann ist da eins im hohen Gras. Aha, das brauchen wir nämlich auch. Ein Zwirrlicht. So, ich kann aber schon mal das Dicktree hier von der Liste. Ich habe es einfach mal draufgelassen. Kann ich da streichen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist. Wie viel Beatrice hier aushält, weil ich hier die Wechselwirkung der Typen nicht unbedingt kenne. Ist es sinnvoll, ein Pokémon zu vergiften, wenn man es fangen möchte? Ja und nein. Ja, Statuseffekt. Und kriegt halt immer auf jeden Fall Schaden. Nein, naja, es kann sein, dass es nicht im Ball bleibt und dann am Gift stirbt. Muss man dann schauen, ne? Ob einem das Glück hold ist. Uns ist das Glück hold. Das ist doch wunderbar. Dann können wir Beatrice vielleicht sogar noch für einen weiteren Pokémon-Fangversuch verwenden. Ist halt jetzt niedrig in KP. Ich nehme auch zur Not da es in Kauf, dass sie besiegt wird und wir ein Billeleber brauchen. Aber Pokédex-Eintrag zu Zwirrlicht. Es macht sich unsichtbar, um sich an seine Beute anzuschleichen. Außerdem kann es durch dicke Wände gehen.
Kein Spitzname. Ab in die Box. Ah. Oh, 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 Iguana. Du kommst. Ich weiß nicht, was deine Chancen sind. Ich habe auch gerade die Seite gar nicht offen. Warum habe ich das nicht gemacht? Na, na, na. Unvorbereitet hier, Leute. So. Ist aber zum Glück schnell aufgerufen. So, Iguana. Ach, 29% Häufigkeit. Also das ist nun wirklich nicht das Problem. Was mir vielleicht noch Sorge macht, hier, wenn ich das mal so sehe. Heilst du dich? Trockenheit. Mhm. Was mir vielleicht hier Sorge macht, ist noch ein 2% Resladero. Könnte vielleicht nochmal unangenehm werden. Wir haben die 1% Chance fürs Milzer im sichtbaren Bereich. Bei Schwert wäre das 5%. Dafür haben wir die 5% bei Knackleon. Da hätte Schwert die 1%. Also mit dem Vergift mit Beatrice gerade funktioniert super. Ich glaube, ich gebe hier einen Hypertrank gleich raus, ey. Eieiei. Iguana. Es kann aus Sonnenlicht Elektrizität erzeugen. Unterbricht man es jedoch bei diesem Prozess, verliert es vor lauter Stress all seine Kraft. Auch gut. Ja, ja, es gibt noch ein paar Pokémon, die ich nicht gefangen habe. Korrekt. So, komm. Beatrice, du wirst geheilt. Das funktioniert gerade ganz gut. Ah, nicht Hyperheiler, Hypertrank. Aber den letzten Hypertrank, den halte ich mal erstmal. So. Also, hier sind so viele Pokémon, die wir fangen müssen. Ich wollte gerade sagen, Mann, geht das schnell. Ich muss hier gerade gar nicht schneiden, bis wir was Neues sehen. Aber es gibt ja hier auch... Also, fast alles hier ist ja jetzt erstmal auch neu für uns. So, Quirtle. Das ist tatsächlich eine 5% Chance, dass es auftaucht. Das war jetzt vielleicht dann auch nicht am allerbesten, das zu vergiften. Ja, wie gut, dass wir Beatrice... einen Hypertrank gegeben hat. Das hat sich gelohnt. Toll. Ja, werde ich jetzt nicht heilen. Ist halt dann so. Ich möchte hier lieber den Fangversuch starten, weil wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Fangversuchen. Bis das am Gift einfach elendig stirbt. So. Ich sehe gerade, Angelsachen müssen wir nichts machen. Das ist Goldini, Kamal im Carpador. Das sieht doch alles gut aus. Sieht doch alles gut aus. Außer unsere Bälle. Das sieht ein bisschen bedrohlich aus, dass wir gleich schon wieder ins Pokémon-Center müssen. So, Quirtle streichen wir erstmal. Ah, vielleicht sollte ich es nicht von der Liste streichen. Ist ja gar nicht sicher, dass wir das jetzt fangen. Aber Iguana kann ich von der Liste streichen. Und das Irrlicht. So, wer kommt gut klar mit Feuer? Ich denke mal Chaos, oder? Oder hat Quirtle was gut gegen Chaos ist? Jetzt hat dieses Quirtle nachher noch Erdbeben, ey. Kann ich dem sogar zutrauen? Komm, das ist doch irgendwie Feuergestein oder so, das Quirtle. Bleib bitte einfach drin. Nein. Flammenrad, ja, jetzt werde ich mal sehen, wie viel Schaden macht's. Ist okay. Dahingehend war der Tausch. Gut. Am Quirtle. Langsam musst du drin bleiben, sonst stirbst du. Bitte. Nein. Du kannst so viel Schutzschild einsetzen, wie du möchtest. Ich glaube, wir haben danach noch einen Versuch. Naja, ist der letzte Versuch, dann stirbt es. Am Quirtle, komm schon. Und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass wir nochmal die 5% erreichen. Ja, danke. Vergiften werden wir es ja jetzt erstmal nicht. Beatrice ist erstmal raus. Bis zum nächsten Pokécamp. So. Slam für Mini. Würde ich erstmal nein zu sagen. Pokédex-Eintrag zu Quirtle. Große Gruppen von Quirtle. Quirtle, ich habe Quirtle gesagt. Quirtle siedeln sich in stillgelegten Bergwerken an und graben dort emsig nach Kohle. Nur Typ Feuer, nicht Feuergestein. Hätte ich nicht gedacht. Okay.
So, an die Spitze. Und erstmal Daniel. Ja, ich glaube, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo ich sage, ich melde mich dann, wenn ich was Neues hier antreffe. Ja, da haben wir was Neues. Furnifras. So vom Optischen würde ich auch sagen, auch Typ Feuer. So, wenn Pokémon immer Rot mit drin haben, ist das natürlich immer erstmal verdächtig. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Furnifras ist ein Pokémon, das ich wohl kenne. Oh, das habe ich wohl schon mal gesehen. Aber da hört es dann auch auf. Dann ist wirklich kein Plan. Finde ich jetzt auch optisch nicht ein besonders ansprechendes Pokémon. Vielleicht hat es eine coole Weiterentwicklung, das weiß ich nicht. Aber so wäre das so ein Pokémon, was ich nur so, wenn ich so jetzt sehen würde, würde ich mir denken, nee, das fange ich nicht und das kommt nicht in mein Team. Wow, wow, wow. Ja, das Problem ist, ich traue mich ehrlich gesagt nicht, hier irgendeine Attacke noch mit Daniel einzusetzen, weil ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es das arme Furnifras dann erlegt. Oh ja, wir werden auf jeden Fall zum Pokémon Center gehen müssen. Und neue Bälle holen. Was mache ich eigentlich, wenn ich kein Geld mehr habe und mir keine Bälle leisten kann? Was machen wir dann mit der Challenge? Da muss ich dann mal schauen, wenn es soweit ist. Furnifras wurde gefangen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Sternstaub, was ich verkaufen kann, auf jeden Fall. So, schauen wir mal in den Pokédex-Eintrag. Es nutzt eine Flamme als Zunge. Damit bringt es die Panzer von Fermicula zum Schmelzen und verspeist im Anschluss ihr Inneres. Ja, ich würde mal sagen, sehr passend der Eintrag mit Fermicula. Fermicula ist ja so eine Ameise. Furnifras soll so ein Ameisenbär darstellen. Ameisenbären, wie der Name sagt. Snacken Ameisen. ja, okay. Lustig, dass sie das hier eingebaut haben. Und es ist Typ Feuer. Ja. Ich jetzt schon mal so ein bisschen hier so vorwärts und denke mir so, ja, komm, ich mache schon mal Trainerkämpfe. Aber mein Team ist so angeschlagen, ne? Das ist unfassbar. Komm, ich sammle schon mal, ups, Items und so. Oh, das ist jetzt ungünstig. Wir haben ja Chaos jetzt hier ausgewählt. Chaos hat einen schlechten Initiativewert, so war das. Ach, wir können gar nicht fliegen. Okay. Schön. Freut mich. Dann werden wir das jetzt hier ganz langsam machen müssen. Ich würde mal sagen, ich mache das so lange, bis ich die Genauigkeit nicht mehr weiter senken kann. Dann tauschen wir. Also, uns fehlen noch Fermicula, Pionscora, Hippopotas, Resladero, Milzer und Knackleon. Das ist schon ordentlich was. Oh, Mist. Hey, unsere Initiative sinkt. Ja. Ja, komm, ich lass Chaos K.O. gehen. Ich werde. Das ist aber auch die ganze Zeit trifft, ne? Ich glaube, ich werde tatsächlich zum Pokémon Center gehen, direkt ein paar Bälle mitnehmen. Macht hier sonst, glaube ich, nicht so viel Sinn. Warum habe ich jetzt Mini genommen? Das war übel dumm. Das war übel dumm. Nee, komm, das muss ich nicht machen. Das war nicht schlau. Das war wirklich nicht. Pokémon kann nicht ausgeschaltet. Oh, ups, ja, dann war das ja noch dämlicher. Kann ich es paralysieren? Na, komme ich nicht zu. Naja, schade. Ich sehe aber auch, dass die Fangaktion, so wenn ich die Aufnahmezeit sehe, recht lange dauert. Vielleicht muss ich das sogar in zwei Folgen splitten. Schwierig. Schwierig.
Ey, das hat mal verfehlt. Okay, ja, ich gehe erst zum Pokémon-Center. Ja, wobei es nachher ärgert. Ich überlege gerade, ob ich jetzt schon neue Bälle hole. Weil das Ding ist, das ist ärgerlich, wenn ich nachher Bälle werf und dann keinen mehr hab und dann fangen versucht man. Mann, ich bin so hin und her gerissen. Na komm, wir fangen ein Pokémon noch hier. Guck mal, das Knackleon. Das sieht doch knackig zum Anbeißen aus. Entschuldigung für den schlechten Witz. Das nehme ich mit. Dann gehen wir ins Pokémon Center. Dann. Da muss ich vielleicht die Folge in zwei teilen. Dann wahrscheinlich nicht alles fangen können. Wir sind noch Trainerkämpfe auf der Route. Ich such mir jetzt noch ein Pokémon, Mann! Warum onshotten wir das denn? Mann, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist doch blöd. Okay, versuchen wir es mit Fermipula. Das wäre jetzt eine Idee. Hoffentlich. Hm. Ich habe keine Ahnung, was wie viel Schaden ihr macht. Ja, das macht schon mal eine Menge. Mann. Ich habe schon wieder gesehen, dass das wieder K.O. ist. Sag mal. Bitte bleib einfach drin. Ash muss nicht sterben. Lass Ash am Leben. Nein. Die Agilität ist keine Schadensattacke. Heißt aber nicht, dass wir hier sicher sind. Bleib bitte im Ball. Vor allem, ich habe nur noch 12 Fangversuche. Schade. Ash, es tut mir leid. Tschüssi, tschüssi. Nein! Oh! Die Folge ist verflucht, Leute. Es tut mir doch leid. Die Folge ist verflucht. Ich wollte noch ein Pokémon fangen. Mann! Also ich muss ehrlich sein, wir hatten jetzt wieder eine Begegnung mit einem Digtry. Ich muss jetzt schon zum Pokémon Center. Das wird nichts. Also diese Digtrys, unangenehm. Oh, Hyperbälle, okay. Ah, nein, ich will doch nicht in dich reinrasen. Bitte lass mich fliehen. Okay, wir machen's so. Ich gehe jetzt zum Pokémon Center. Ich hole mir Bälle. Ich hole mir vielleicht nochmal einen Trank oder sowas. Mal schauen, was das Geld so zulässt. Und. Oh nein. Ah, bitte hab nicht die Fähigkeit, dass ich nicht fliegen kann. Bitte hab nicht die Fähigkeit, dass ich nicht fliegen kann. Bitte, bitte, bitte. Ach, ja, Gott sei Dank. So, was ich sagen würde, so. Ich hol mir ein bisschen Zeugs. Und dann machen wir nochmal einen Trainerkampf. So. Und dann werde ich aber die Folge, ja, werde ich hier Route 6 auf jeden Fall zweiteilen müssen. Das bleibt nicht aus. Das sind einfach super viele Pokémon, die wir hier fangen müssen. Plus dann Trainerkampf. Und ich glaube, hier ist das auch mit den Fossilien. Also, ja. Ich überspringe das mal hier für euch und mache einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder auf Route 6, ne? So, damit sind wir wieder auf Route 6. Wenn ich jetzt natürlich hier irgendwas Neues hier schon rumhopsen sehe, vor allem so ein Milzer mit einer 1% Chance, haha, dann nehme ich es mit. Aber das sind nur Digtrys und hier ist ein Trainerkampf. So, das wollte ich. Um Pokémon besser verstehen zu lernen, ist es auch wichtig, Kämpfe auszutragen. Zeit für eine ärztliche Untersuchung. Irgendwie hat das jetzt nicht so ganz dazu gepasst, zu dem, was der Erste gesagt hat, aber okay. Ja, interessante ärztliche Untersuchung. Wäre jetzt nicht mein Arzt des Vertrauens, wenn der erstmal mit mir einen Kampf macht, aber das muss ja jeder für sich wissen. So. Zack. Und das sieht alles super aus.
Wahrscheinlich hätte ich hier zuerst auf das, oh Mist. Wollte gerade sagen, auf das, ist noch kein Toggetis. Ah, Toggetick. Ja, so war das. Gehen sollen. Viel Schaden macht Chaos, wenn ich, ne? Siegeswille. Oh nein, dein Angriff steigt stark. Oh Gott, das ist ja unangenehm. Na, der Schaden kann sich übersehen lassen. Oh nein, das ist schlecht. Ja, das tut ganz schön weh. Sag mal, könnt ihr aufhören, eure Stats alle hoch zu boosten? Das ist ja unangenehm. So. Ach du Schande. Das sind ja richtige Monster hier, ey. So, ich würde auch nochmal für Phantomkraft gehen. Das hat einen ziemlich guten Schaden gemacht und vor allem kriegen wir einmal hier keinen Schaden. Ja, ich denke mal, Chaos wird hier auf jeden Fall K.O. gehen. Oh, die Attacke hat verfehlt. Puh. Das ist doch schon mal gut. Ja, du, sag mal, du bist jetzt krass. Ist gut jetzt, ist gut jetzt. Wie hoch kann dein Angriff denn noch gepusht werden? Oh, jetzt hat es weniger. Ach, das hat ja eine verbesserte Verteidigung und Dingens. Oh, das habe ich vergessen. Oh ja, das sieht man. Ach, gut, dass dieses Gladiantri weg ist, aber das Toggetick ist um einiges gruseliger, hm? Finale. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir. Kann man machen, ne? Also jetzt hier nicht im Doppelkampf, da tue ich mir selber nur weh, aber ja. Ja, ich würde wahrscheinlich. Ja, Phantomkraft würde ich wahrscheinlich wegmachen. Ich glaube, das Toggetick ist schneller als beide meiner Pokémon. Also könnte es jetzt nochmal richtig schön unangenehm werden. Ach, das hätte ich vorher einsetzen sollen, ich Idiot. Also den Kampf hätte man auf allen Ebenen besser machen können. Oh nein, wir sind schneller. Das ist hilfreich. Das ist gut. Ich habe jetzt sich Superbälle gekauft und 10 Supertränke. Wenn Pokémon verletzt werden, dann mache ich mir immer so unheimlich viele Sorgen. Mich interessiert brennend, was die Stärke von Trainer und Pokémon eigentlich ausmacht. Okay, ja. So. Nein, ich will gar nicht speichern. Ich will dir hier einen Trank verabreichen. Nicht den Hyper, den Supertrank. Ah, sieht jetzt auch nicht so gut aus, aber egal. So. Ja, hier, das Item würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Ja, den Trainerkampf machen wir gleich. Haben wir gleich auf jeden Fall noch mehr als genug Gelegenheit zu. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt schon storytechnisch immer abgebrochen werden zum Quatschen. So, aber wir sollten die Person hier einmal anreden wegen der Fossiliensache. Hallo, mein Name ist Petra Fakt. Ich erforsche Fossilien. Aus irgendeinem Grund bestehen die Fossilien, die man in Galar findet, entweder nur aus einem Oberkörper oder einem Unterkörper. Man kann diese beliebig zusammensetzen und in Pokémon zurückverwandeln. Niemand weiß, warum das möglich ist. Vielleicht erfahren wir durch sie mehr darüber, wie Fusionen von Pokémon funktionieren. Ja, okay, da musste man später mit ihr reden. Dann habe ich Unsinn geredet. Wie kam ich denn? Ach, hier. Und da leuchtet noch ein Item. Ey, Fischfossil. So. Ah, ich darf die Zeit nicht vergessen. Wir sind schlau. Ich muss die Folge beenden, die ist schon lang. So, es geht weiter in der nächsten Folge, die ich jetzt auch direkt im Anschluss dann aufnehmen werde. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns.
beim nächsten Mal. Ciao, ciao.